Willkommen in Potters Bluff. Herzlich willkommen zu einem Video hier auf Potters Bluff Reviews, heute mit den Flop 15 des Jahres 2016. Meine schlechtesten Kinoerfahrungen des Jahres 2016. Ich sitze hier übrigens in einem echten Kino, in dem ich arbeite. Ihr denkt jetzt nicht, das ist jetzt nicht mit Photoshop oder so eingefügt, sondern das ist wirklich das Kino, in dem ich arbeite, kleines Kino. Und am mittelgroßen. Und ja, wir wollen heute über meine 15 schlechtesten Kinoerfahrungen sprechen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ich habe auch schon zwei Videos gemacht mit den Top-Filmen des Jahres. Einmal die besten Filme des Jahres, Plätze 20 bis 11 und Plätze 10 bis 1. Hier könnt ihr das nachschauen. Und jetzt geht es aber um die schlechtesten Erfahrungen. Und da steigen wir auch gleich ein mit Platz 15 und das ist Ghostbusters von Paul Feig. Regie geführt mit Melissa McCarthy, Kirsten Wick und die ganzen anderen. man hat sich einfach verhoben. Der Film hätte einfach nicht sein müssen. Ist technisch okay. Also ich finde ihn ganz cool gemacht, so von der Technik her. Ich fand auch die Schauspieler harmonieren gut. Man glaubt ihnen die Beziehung zueinander. Ich finde die Figuren alle recht sympathisch. Aber das große Manko des Films ist eindeutig das Drehbuch. Hier hat man nichts, also hat man nur Schrott investiert. Die Gags sind alle mehr oder weniger nicht witzig. Der Bösewicht ist so gut wie nicht vorhanden, dass es einfach nur ein Quatsch ist, dass einfach nur so ein Bösewicht, der kein Gewicht hat, der einfach nur da ist, um halt da zu sein, der einfach nur der Gegenpart ist, ohne irgendwie eine eigene Figur zu sein, richtig, ist einfach nur Quatsch. Wie gesagt, das Hauptanliegen im Film ist, dass es einfach nicht witzig ist. Und wie heißt diese Band? Ich weiß nicht, Fallout Boy, glaube ich, die haben das, und Missy Elliott haben Ghostbusters das Lied gecovert. Ihr wollt euch nicht schämen. Das ist das schlimmste Cover, das ich je gehört habe. Also mal ernsthaft. Jetzt, selbst wenn ich das nicht Ghostbusters wäre, das ist ein fürchterliches Lied. Seid ihr noch ganz dicht? Ah ja, was soll's. Ghostbusters ist eine vertane Chance. Er ist jetzt nicht das Desaster, was alle erwartet haben, aber er ist leider auch nicht mal im Ansatz nur die Klasse von den ersten zwei Filmen, auch dem zweiten. Und ja, was soll man sagen? Ghostbusters war ein Schuss in den Ofen. Ebenso ein Schuss in den Ofen war Platz 14, nämlich Zoolander 2. Auf diese Komödie haben auch viele gewartet. Ich habe noch nie gedacht, dass Zoolander irgendwie eine Mega-Komödie war. Es war halt ein nettes Konzept damals. Aber der zweite Teil ist einfach nur zwei Stunden lang extrem unlustig. Die einzig lustigen Szenen hat eigentlich Will Ferrell abgestaubt. Und das war garantiert Improvisation. Wie gesagt, auf einem 2-Stunden-Film irgendwie 3-4 gute Gags, das reicht einfach nicht. Der Film ist absolut an der Zeit vorbei. Und total, ich weiß auch nicht, war recht lieblos, fand ich. Ebenso ein Schrott war Platz 13, Dirty Grandpa mit Zac Efron und Robert De Niro. Wo man sich wirklich langsam fragen muss, De Niro, warum musst du das machen? Hast du irgendwie Angst, dass du nicht mehr als jugendlich oder frisch giltst? Ich weiß nicht, was das soll. Du ruinierst doch einfach nur deine Reputation. Ich finde das total bescheuert. Also Dirty Grandpa ist auch eine Nullnummer. Einfach nur einen flachen Gag an den anderen gereiht. Kein Konzept wieder, ist nur wieder irgendwo eine Party. Oh, ich weiß auch nicht. Das sollen Filme sein? Ich glaub's nicht. Dirty Grandpa und der Erfolg, der Film hatte, das gibt einem wirklich zu denken. Platz Nummer 12 geht an Visions, einen ziemlich schwachen Horrorfilm mit Sheldon Cooper, Jim Parsons in einer Nebenrolle. Hatte einen netten Twist am Ende, den man eigentlich auch nicht so vorhergesehen hat, aber es war doch relativ schwach und 0815 inszeniert. Grusel kam eigentlich gar nicht auf, die Effekte waren auch nicht so der Rede wert, die Inszenierung war okay. War ein ziemlich schwacher Film und absolut kein Kinoniveau. Also da frage ich mich, also da waren andere Filme, die direkt auf DVD erschienen sind, besser als der. Aber was soll man machen? Platz Nummer 11 geht an Central Intelligence. The Rock und Chris, nee, wie heißt der? The Rock und Kevin Hart. Nee, Freunde, nee. Das mache ich nicht mehr mit. Kevin Hart ist auch nicht das letzte Mal auf dieser Liste hier vertreten. Kevin Hart ist so eine Art 1/20 von Eddie Murphy. Wird ja gern verglichen, obwohl er einen komplett anderen Humor hat. Aber Kevin Hart ist nicht lustig, ebenso ist The Rock nicht lustig. Rock mag ein netter und sympathischer Mensch sein, aber er ist kein Schauspieler und ganz sicher kein Comedian. Und der Film ist auch, ja, schwach. Aber es ist nicht der schlechteste Film von Kevin Hart in der Liste und das will was heißen, denn wir kommen später nochmal auf ihn zurück. Aber Central Intelligence. Platz Nummer 10, Batman vs. Superman. Ein 250 Millionen Ein 250 Millionen Patchwork-Albtraum ist das. Total belanglose, zusammengewürfelte Set-Pieces. Kein roter Faden. Die Story war
mies, um es mal gelinde auszudrücken. Ja, die Optik war natürlich klasse, aber ich meine, bei 250 Millionen dürfte das auch drin sein, würde ich behaupten. Aber ja, was soll man dazu sagen? Ein absolutes Fiasko. Aber ist nicht der schlimmste Comicfilm auf dieser Liste, ebenso wie es nicht der schlimmste Kevin Hart Film ist. Ja, Batman vs. Superman war einfach nichts. Tut mir leid. Nichts empfunden, keinen Spaß gehabt, verschwendete Lebenszeit und das 3D war auch totaler Schrott. Platz Nummer 9 geht an Bad Moms und ihr merkt schon, die Liste ist voll mit grottigen Komödien. Bad Moms war so eine möchtegern-pseudo-liberaler Film. Feministisch angeblich, totaler Quatsch war das. War nicht witzig, Mila Kunis ist ein schönes Persönchen, aber auch keine gute Schauspielerin. Ich wüsste auch nicht, Black Swan war so annehmbar, aber sie ist jetzt keine Schauspielerin, wo ich sagen würde, boah, die hat Talent. Sehe ich absolut nicht bei ihr. Ja, Bad Moms ist eher schwach und hat, wie gesagt, einen Haufen. Und der Film heißt Bad Moms, es passiert nichts. Das Schlimmste, was sie machen, ist, dass sie sich als Gegenkandidatur für den Elternbeirat aufstellen und einmal durch den scheiß Supermarkt rennen und da ein bisschen rumsauen. Naja, toll. Was soll's. Sollen wir machen. Schaut euch lieber einen alten Mel Brooks Film an. Platz Nummer 8, Blair Witch. Das Remake, naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine Fortsetzung von Adam Wingard. War schwach. Also fürchterlich schlechter Horrorfilm, der eigentlich fast eine 0815 Kopie ist, einfach nur von dem Original mit einem bisschen actionreicheren Ende. Ja, der Twist am Ende, okay, aber tut mir leid, das ist es einfach nicht. Also es ist, wie innovativ, sie haben eine Drohne. Also wirklicher Bullshit fand ich. Blair Witch war einer der schlechtesten Horrorfilme, die ich dieses Jahr gesehen habe und da war ich wirklich mal sauer, dass ich dafür ins Kino bin. Platz Nummer 7 geht an Suicide Squad, der nächste Comicfilm in der Liste. Ja, gleiche Problem wie Batman vs. Superman. Die Filme wirken einfach nur wie scheiß lange Trailer. Es sind einfach nur Setpieces aneinander geklatscht, einzelne Szenen, wieder ein Bösewicht, totaler Scheiß, also absoluter an den Haaren herbeigezogener Mist, der überhaupt kein Gewicht hat, überhaupt kein Charisma, überhaupt kein... Die Leute bei, speziell bei Marvel und DC oder wie die ganzen Fabriken heißt, sollten mal verstehen, dass ein Held nur so stark ist wie sein Gegner. Hast du einen starken Gegner, wirkt der Held gleich umso kräftiger, umso imposanter. Aber sie haben irgendeine Hexe und irgendeinen scheiß Teil, das in die Luft geht und so einen Rotz. Und ja, viele Figuren werden überhaupt nicht beleuchtet, kriegen überhaupt keine Backstory. Und ja, da reicht es halt auch nicht, dass Margot Robbie ganz gut aussieht in dem Film. Und naja, Will Smith hat sich damit gebrüstet, den habe ich gemacht anstatt Independence Day 2. Auch nicht viel besser. Nicht viel besser. Ja, Suicide Squad war nichts. Und on top kriegen wir den schlechtesten Joker der Filmgeschichte. Das ist der schlechteste Joker auf Film, den ich je gesehen habe. Cesar Romero ist besser in der Serie. Jack Nicholson ist sowieso besser. Ja, und Heath Ledger ist auch eine ganze Nummer besser als Jared Leto in Suicide Squad. Das könnt ihr mir glauben. Also einen Pimp-Joker mit Grills und tätowiert, der SMS schreibt und solche Sätze von sich bringt, wie Text mich nicht zu. Also pff, da hilft auch kein Extended Cut. Fürchterlich. Und der Joker, er fährt ein lila Lamborghini, was soll man denn dazu sagen? Er hat einen SWAT-Anzug an, wo drauf steht Joker. Was soll das? Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Naja, Suicide Squad ist Müll. Platz Nummer 6 geht an Ride Along 2 und du hast es geschafft, Kevin Hart, du bist 2 in meiner Liste. Ride Along 2 ist das Unlustigste, was ich je gesehen habe. Ride Along 1 war schon sehr, sehr unlustig. Ich hatte 2, 3 lustige Szenen auf 90 Minuten, was einfach nicht reicht. Und Ride Along 2 ist, ich verstehe einfach nicht, was da dran lustig sein soll. Das ist einfach eine schlechte Komödie. Ice Cube spielt halt, wie er immer spielt. Kevin Hart rackert sich einen ab, um lustig zu sein, was er aber einfach nicht ist. Fürchterlich, also Ride Along 2 geht mir sowas von gegen den Strich, da könnte ich brechen. Platz Nummer 5 geht verdientermaßen an Independence Day 2. ja, Effekte überladener Schrott, flache Charaktere. Platz Nummer 5 geht an Independence Day 2. Tja, Effekte überladener Schrott, flache Charaktere. Das einzige Gute ist eigentlich Jeff Goldblum und Judd Hirsch, dass man die mal wieder auf der Leinwand sieht, gescheit. Ja, Bill Pullman spielt, ist cool, ihn wieder zu sehen, aber diese Figur vom Präsidenten in so einen komischen Weltuntergangstypen verwandelt, ist schon hart an der Grenze. Wie gesagt, alle anderen Figuren, gerade die jüngeren, bleiben absolut flach. Sogar die nette Micah Monroe, die fantastisch war in den Follows. Wahrscheinlich weiß Emmerich nicht, mit Schauspielern umzugehen.
ja, Will Smith hätte vielleicht den Film noch ein bisschen gut getan, aber hätte ihn insgesamt auch nicht retten können. Der Film hat einfach, ich meine, Independence Day ist auch kein Meisterwerk oder so, aber der macht Spaß. Das ist ein schöner No-Brainer, der einfach Spaß macht. Aber Independence Day hat nichts mehr von Spaß, nichts mehr von Charisma, nichts mehr von Kult. Er hat auch keine interessanten Charaktere zu bieten, wie gesagt. Und ist einfach nur schrottig. Ja, ein, zwei gute Effekte und, na gut, ist auch viel zu viel übertrieben, retten den Film einfach nicht vor der absoluten Belanglosigkeit. Independence Day 2 ist ganz schlechter Tobak. Bei Platz Nummer 4 gibt es auch eine Doppelbelegung, ähnlich wie bei meinen Top-Plätzen, und zwar Gods of Egypt und Ben-Hur. Was soll das? Wie kann man sich einen Film wie Ben-Hur anschauen und sagen, den müsste ich neu machen? Da fehlt mir einiges. Und dann liefert man so einen Katalogrotz ab, also wirklich, da fällt mir gar nichts zu ein. Gods of Egypt ist nicht der Rede wert. Jared Butler fand ich noch nie wirklich richtig gut, aber hier zeigt er auch, dass er sich das verdient hat. Ja, Gods of Egypt und Ben-Hur sind eigentlich sehr indiskutabel. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, da mit den ganzen schlechten Punkten, die man in diesem Film gesehen hat, und wirklich absolut traurig, dass der Film Kino war. Wirklich traurig. Platz Nummer 4 geht an Willkommen bei den Hartmanns. Anfang von den Top-Videos habe ich ja ein paar deutsche Produktionen gelohnt, die sich ja wirklich was getraut haben. Willkommen bei den Hartmanns gehört definitiv nicht dazu. Ein absolut, machen wir einen Film, der zum Thema passt, aber alles verharmlost. So kann man das ungefähr einschätzen. Ja, die nehmen halt den Immigranten auf. Wie sozialkritisch. Aber der Film hat total miese Gags und zwei der amateurhaftesten Schauspieler, die ich je gesehen habe, und zwar Elias Mparik und Paulina Uschinski. Beide wahrscheinlich sehr sympathisch und privat nette Menschen, aber fürchterliche Amateurschauspieler. Und das hat man ja bei Mbarek schon öfter gesehen in Who Am I oder in den Fuck Your Goethe-Filmen. Der Typ kann ja nichts. Das ist ja. In den komödiantischen Szenen geht's, aber sobald man ein bisschen Nuance rein muss oder ein bisschen Spiel eben einfach Schauspiel, da lacht man einfach nur, weil man halt sieht, wie er einfach mit einfach gegen die Wand läuft. Da kann das einfach nicht. Da ist einfach nicht das Potenzial da und die Range, um es mal blöd zu formulieren, um irgendwas zu spielen. Und Paulina Roschinski ist halt einfach nur der Blickfang. Ja, und da möchte ich vielleicht auch, weil ich die ganzen anderen Produktionen gelobt habe, wie Toni Erdmann, Unter dem Sand, was war es noch, Vor der Morgenröte, Toni Erdmann, Junges Licht, Wild und so weiter, waren fantastische deutsche Filme. Aber da gab es auch so Filme wie Verrückt nach Fixie, Frauen, Männertag und noch ganz andere Filme, die einfach nur, nein, da schämt man sich Deutscher zu sein. Ernsthaft, das kann nicht sein. Willkommen auf den Hartmanns verdient auf Platz 3. Platz Nummer 2, Captain America 3, Civil War. Was für ein Haufen Scheiße. Ein halber Iron Man-Film eigentlich, wenn man so will. Vollgepackt wieder mit Effekten. Mit einem wieder extrem schwachen Gegner. Ich weiß nicht, was ihr euch für Gegner ausdenkt. Das ist fürchterlich mies einfach nur. Einen Alibi-Krieg zwischen den zwei Fronten, bei dem natürlich keiner verletzt wird oder umkommt, auf einem menschenleeren Flugplatz, da man ja nicht mehr so viele Kollateralschäden haben will wie früher, und am Ende vertragen sich alle und sind über Handy erreichbar, wenn sie sich wieder treffen wollen. Ein absoluter Quatsch, in dem einfach alles reingeworfen wird, was geht, sogar noch der neue Spider-Man, der absolut schwach ist, also wer schreibt da bitte die One-Liner und die Gags? Fürchterlich, es ist nicht witzig. Das ist eine Szene, wo was war denn das? Irgendjemand ist wieder weggeflogen oder irgendwie hingezaubert, keine Ahnung. Und auf einer Wiese. Und dann sagt Tony Stark, na, der Held von Grünpflege aber nichts. Was sind denn das für Sprüche, bitte? Und der Spider-Man erst noch. Und wer den neuen Trailer von Homecoming gesehen hat, das wird ja auch deutlich, dass Marvel einfach ihre 0815 Schema F-Produktion durchzieht, ohne Gnade, ohne Innovation, und dann noch erwarten wollen, dass man sie als gute Filme bezeichnet. Es dürfte euch erreichen, dass sie viel Geld einspielen, aber sie als noch als Filme zu bezeichnen, ist schon eine Sache für sich. Ich würde den eher so in der Kategorie von Big Mac einordnen oder Apple oder so. Das ist halt ein Produkt, das ist so lange kein Kunstwerk mehr. Aber naja, Civil War verdientermaßen auf Platz 2, wird nur noch getoppt von meiner Platz Nummer 1, und das ist The Danish Girl. The Danish Girl ist gut gespielt, hat gute Schauspiele, ein tolles Setting, tolles Setdesign und in sich ein schlüssiges Drama. Was ist daran auszusetzen? Der ganze Film ist einfach nur verlogen von A bis Z. Man nimmt einfach ein Problem, also eine Thematik, die gerade sehr populär ist, die der Gender-Thematik, macht einen Film daraus über einen Pionier der Szene und erwartet dann Preise über Preise. Bringt das rechtzeitig zur Oscarsaison raus, holt sich Eddie Redmayne, der anscheinend
nach einem Oscar lechzt. Ich weiß nicht, was das soll sonst. Wie gesagt, ein absolut überflüssiger Film. Da gibt es viel, viel bessere Beispiele. Und ja, der Regisseur ist auch so eine absolute Pfeife, der nur solche Filme macht, wie The King's Speech, bei dem das Schlimmste im Krieg war, dass der König gestottert hat. Das hat dann alle motiviert, als er gesprochen hat. Da haben sich die Mägen von alleine gefüllt und die waren nicht mehr hungrig. Und ja, ebenso ist es mit The Danish Girl, absoluter verlogener Film von vorne bis hinten. Quatsch. Also, das ist einfach nur ein Film, um Preise zu gewinnen, den in 5 Jahren kein Schwein mehr interessiert. Das ist ein Film, der einfach in Vergessenheit geraten wird. So ein möchtegern Arthouse-Film, der einfach nur, ja, das macht mich wütender als Captain America. Und das will schon was heißen. Naja, auf jeden Fall Platz 1, The Danish Girl. Nicht zu empfehlen. Das war meine Flop 15. Wer jetzt nicht so oft den negativen Trichter ist, denn man muss sich auch mal auskotzen, das ist ganz so, wenn man so viele Filme schaut. Wer jetzt nicht auf den negativen Trichter ist, dann schaut sich bitte die zwei Top-Videos an, mit den Plätzen 20 bis 1 von meinen Lieblingsfilmen dieses Jahres. Da bin ich auch voll der Lobesfilmin. Und ja, das war's zu meiner Flop 15. Ich hoffe, ich habe euren Geschmack getroffen. Ich hoffe, dass keine Lieblingsfilme von anderen hier erschienen sind. Sonst gibt's wieder Haue Haue. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr fürchterlich fandet und eure Flop 10 drunter schreiben oder Filme, wo ihr dagegen argumentiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele auf diesen blöden, Kampagne, sag ich mal, von Danish Girl reingefallen sind. Viel Spaß im Kino. Geht auch ins Kino, deswegen sitze ich auch hier. Schaut nicht so viel über Streamingdienste, geht ins Kino. Habt Spaß an eurem Leben. Und ja, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle Abonnenten. Und macht's gut.